Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich habe mich hier umgezogen. Ne, wir müssen ja hier ein bisschen wieder entspannter angehen, ne? Nachdem wir unsere Ritterrüstung angezogen haben und mal ein bisschen gekämpft haben und so, werden wir in diesem Part mal wieder ein bisschen was Entspannteres machen. Wie zum Beispiel Monster jagen. Oder nein, wir haben zu tun. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Bei diesem Wetter wären wir noch gerne im Bett. Morgen ist Valentinstag. Vergiss also nicht, dir etwas Zeit dafür zu nehmen und dich zu amüsieren. Stimmt, das sollte man tun. Ich möchte aber mal langsam kochen. Ich wollte mir diesen Part Topf holen. Ich brauche einen Topf, damit wir einen Topf machen können. Das Wetter gefällt mir gar nicht. Lass dich nicht ablenken, nur weil morgen Valentinstag ist. Wir müssen trotzdem unsere Arbeit erledigen. Oh, willst du mitkommen? Ja, ich frag nur. Wir brauchen einen Topf bei Palmo. Ich glaube, den können wir kaufen oder müssen wir den herstellen lassen. Naja, wie auch immer. So langsam aber sicher müssen wir hier mal ein bisschen wieder klar Schiff machen. Aber wir gießen erstmal. Guckt euch diesen wunderschönen Blinkbaum an. Ich weiß noch nicht, wann ausgewachsen ist. Nur weiß ich noch nicht. Ach, bevor ich hier erstmal klar Schiff mache, sollte ich auch einkaufen gehen. Einkaufen gehen, sage ich schon. Hier. Alles anpflanzen, gießen und hoffentlich auch alles ernten. Ich würde gern, wenn ich schon alles riesig machen will, dann würde ich halt komplett wieder von vorne machen. Von vorne alles anpflanzen. Alles, was da ist, will ich aufbrauchen und dann erst riesig machen. Wisst ihr, wie ich meine? Nice. Außer daraus ist das hier. Ich glaube, das kann man nicht riesig machen, oder? Kann man Futter riesig machen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie bestimmt geht. Ich würde gerne erstmal alles ernten, was ich habe, und dann machen wir groß. Dann suche ich mir ein Feld aus, wo wir groß machen. Alles groß. Eigentlich kann man es auch jetzt machen. Ich glaube, wir haben sogar ein Feld noch. Ein Feld da, was wir noch nicht benutzt haben. Ich glaube, vom Terra-Drachen, ne? Nehmen das mit. Meine Güte. Oh, irgendwas ist auch fertig. Kirschgras. Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir Kirschgras mal ernten sollen oder so. Aber anscheinend ist das hier halt schon. Gießkanne. So. Hier. Was ist das hier nochmal? Da steht nicht mal, was das ist, ne? Pflanzenstufe 1. Ja, was habe ich hier? Ach, da oben. Zwiebel. Stimmt. Da oben. Verkehrt geguckt. Ich dachte, das würde auch rechts stehen. So. Nee, daneben. Und dann zum Eisdrachen. Ich glaube, im Terra-Drachen könnten wir mal groß machen. Oder, warte mal. Ich muss kurz mal gleich mal gucken, wie groß das Feld überhaupt ist. Wenn das nur so ein kleines Feld ist, dann lohnt sich da ja nicht alles groß zu machen, oder? Dann lohnt sich ja eher der Eisdrache. Nee, so. Da ist irgendwas fertig. Grüne Paprika. Oh Mann, immer noch nicht komplett fertig. Alter, wieso kriegen wir so viel Kürbis einfach? Nice. Ja, total nice. So. Da ist noch ein Kirschgras, habe ich da noch. So, dann nochmal zum Winddrachen. Wenn der Terra-Drache auch nur so ein kleines Feld hat, dann lohnt sich da nicht, da alles groß zu machen. Dann würde ich doch lieber eher den Winterdrachen da zu benutzen. Ja, ist nur so. Also hier ist man natürlich. Hier sind natürlich die Bäume. Beim Winddrachen. Das geht ja auch ganz gut, ne? So. Guck mal, was der Terra-Drache sagt. Lohnt es sich hier, Pflanzen groß, riesig zu züchten? Ich will halt, wenn dann schon ein ganz dickes, großes Feld, ne? Ah, nee, das ist klein. Das ist klein, das lohnt sich nicht. Nee.
Das lohnt sich nicht. Was sagt denn der Feuerdrache dazu? Ist der größer? Was habe ich da noch angepflanzt? Weil dann könnte ich das ja alles wegmachen und dort alles groß machen. Weil um eine große Pflanze zu machen, brauchen wir ja wie... Ja, das geht, guck mal, das geht. Aber dann warte ich mal, bis das alles hier fertig ist. Und dann würde ich das Feld benutzen. Um die Sachen groß zu pflanzen. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal, ne? Gut. Aber... Erstmal gehen wir kurz zum Außenposten. Dann gucke ich auf der Karte, ob irgendwo noch ein Event ist. Dann machen wir kurz ein Eventchen. Oder wollen wir uns um die Monster kümmern, die da noch übrig sind, die drei. Könnten wir machen, oder? Das wäre auf jeden Fall, was ich gerne erledigt haben würde. Weil ich glaube, jetzt sind wir auch mittlerweile stark genug, oder? Na, öffnet die Karte? Ja, guck mal, um die können wir uns immer noch kümmern. Machen wir heute mal die Monster. Das eine Monster ist ja hier unten. Das müsste eigentlich noch da sein. Ich weiß, wir haben jetzt genug gekämpft, aber hey, komm, das sind die drei Monsterjagden, die uns noch fehlen. Einmal dieser eine Drache, dann ein Golem oder so. Also zumindest weiß ich, warte mal, zeige ich euch, was ich genau meine. Damit ihr auch wisst, weil dieser Fange folgendes kleine Drache im nördlichen Region gesichtet. Und ich weiß jetzt zum Glück wo. Bisschen schwächen, dann einfangen und dann gutes. Irgendwo hier soll er sein. Da ist er doch. Nein, nee, nee. Okay, der hält noch ein bisschen doch ein bisschen was aus. Oh, bitte, nervt doch nicht. Ja, ja. Okay, das geht so. Hätte ich doch ein bisschen gelevelter sein sollen, ne? Einmal machen wir noch. Und dann fangen wir ihn jetzt. Ah, ein bisschen kann man... Nervt doch nicht im anderen Viecher. Und das war's. Auf nach Hause. So, haben wir diese ewig währende Aufgabe mit dem kleinen grünen Drachen erledigt. So. Mal gucken, was Livia dazu sagt. Oh, du bist so toll. Wenn ich irgendwann in 500 Jahren erwachsen bin, werde ich dich heiraten deswegen. Ja. Genau. Endlich. Das war, wir kriegen als Belohnung einen Schädel. Immer weiter so, Hüter. Also quasi heute, jetzt haben wir eine Liste gesucht Monster. Machen wir den Rest noch. Und zwar... Das Ding. Foros Waldland. Rote Drache Asche. Foros Waldland. Süden. Das ist hier irgendwo hier unten. Na. Wisst ihr, was ich mache? Da gehen wir zu kurz mal farmen. Und holen das Kyubi mal ab. Dann sind wir schneller unterwegs, weil wenn wir lange suchen müssen, dann will ich halt schon schnell unterwegs sein. Und dann ist mir auch ein bisschen zu dämlich. Ja, wenn man halt nur ungefähr Richtungsangabe bekommt. Ihr macht das schon, ne? Ihr macht das schon. Ihr seid super. Aber ihr vergisst das eine Feld immer ständig zu gießen, die eine Reihe. Habe ich nur zwei Monster draußen? Ja, nett von euch. Ja. Wo? Da. Was hat ihr mir hier hingelegt? Was auch immer. Oh. Mitnehmen. So. Foros Waldland. Dass man da halt keinen zusätzlichen Teleportationspunkt bekommt, das ist halt so unmöglich einfach. Ey, da hätte man auch zu viel irgendwie eins in die Mitte klatschen können oder so irgendwie, glaube ich. Oder ein paar Straßen weiter. Mm.
So. Einmal reiten, bitte. Ja, und das ist halt die schnellste Möglichkeit, die wir haben. Tatsächlich. So, südlicher Richtung. Es war eine Nixe, also denke ich mal, dass es am Strand war. Also am Strand ist. Ich kann mir halt sonst keine andere, kann sonst nichts anderes vorstellen. Aber sehen wir dann ja. Oh, ich wünschte, das Spiel wäre 60 FPS, Alter. Boah, stellt euch das mal vor. Hohoho. Ho, ho, ho. Das wäre ziemlich cool. So richtig flüssig. Ich glaube, das ist da unten. Oder? Nein? Das ist nicht hier. Ich hätte schwören können, ich hätte es hier hingepackt. Wie gesagt, wie es ist. Gut, dann gehen wir oben noch zum Teich da gucken. Bevor wir da irgendwie zur Klippe gehen oder so. Irgendwie hängt er fest. Hm. Gehen wir zur Klippe. Wenn ich dann nicht finde, gucke ich mal im Netz nach, weil ich möchte ja auch nicht ewig suchen. Ich möchte in diesem Part gerne die drei Monster machen. Und ich will Suchen verschwenden. Wobei, das Suchen gehört ja auch dazu. Aber hey, komm. Ich möchte ja auch nicht 5 Minuten jetzt hier kämpfen müssen. Suchen müssen. Ist schon... Teilweise ist das Spiel echt schön. Weil südliche Richtung ist natürlich viel. Und das Vorauswaldland ist das größte Gebiet. Mit. Unter anderem mit dem Wintergebiet, glaube ich. Also ich weiß nicht, wir hätten nichts irgendwie hier irgendwo hingepackt. Zumindest unterm Strand. Ist da eng? Oder hier halt, ne? Ach, sonst hätte ich das schon gar nichts gesehen. Hä? Okay, da bin ich wieder. Anscheinend irgendwie ist da ein Übersetzungsfehler. Steig mal ab da. Und zwar befindet sich die Meerjungfrau nicht im Vorauswaldland. Sondern hier. In der Nähe. Zumindest ist sie bei jemand anders da zu sehen. Ist das ein Übersetzungsfehler? Weil auf der Seite, wo ich normalerweise gucke, da wird sie nicht mal gelistet, die Meerjungfrau. Ich hoffe, dass es ich hoffe nicht, dass es ein Übersetzungsfehler war. Das ist halt wirklich irreführend, oder? Bleib mal stehen. Ready to go? Schauen wir mal. Das ist nur Ruhe. Oh, und Geld erhalten. Vorauswaldland. Wieso steht da Vorauswaldland und im Netz steht halt einige andere Sachen? Mysteriös. Gib mal einen Moment, dann guck ich mal weiter. Weil irgendwo, also zumindest auf der einen Seite hier wird gesagt, dass die da ist, aber ich sehe die halt nirgendwo, ne? Na gut. Bis gleich, Leute. Ach lol, in den verwitterten Höhlen. Wer hätte denn damit rechnen können? Geh mal zurück. So, Meerjungfrau. Tut mir leid, aber irgendwie steht im letzten Mal für unterschiedliche Dinge. Ich weiß auch nicht. Oh, nee, muss das sein. Oh ne, please nicht. Please, mach nicht diesen. Oh, wie ich das hasse. Komm, schneller. Ich habe da sehr böse
Träume drüber gehabt. Über diesen Gesang. Nee, wirklich? Nee, amüsiert an. Klopft hier noch weiter runter. Schneller, bevor sie sich... Nein! Oh, wir haben sie. Puh. Die ist schon anders nervig. Oh, hey. Guten Tag. Ah, oh, danke dir. Vielen herzlichen Dank. Das freut mich. So. Oh, hey. Oh, hallöchen. So sieht es draußen aus. Ich würde man nicht annehmen, dass es mitten am Tag ist. Ey, bist du bereit für Valentinstag morgen? Das sollte ziemlich nett werden. Ja, ja. Bitte schön, eine Blume. Oh, ey, danke. Bitte schön. Gut. Oh. Stimmt, den Schädel habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Wie sieht es in der Stadt aus? Acht auf den Himmel. So könnte ich mal anfangen zu regnen. Oh, ich habe gerade vom Hauptquartier. Genau. Deswegen bin ich hier. Yes! Das war die zweite. Roter Drache Asche. Hör weiter so, Hüter. So, und nun der letzte auch noch, ne? Die Liste der gesuchten Monster, bitte. Will sie verarschen? Ich hab grad gemacht. Achso, ich muss alle an einem Tag, ne? Alle an einem Tag, wurde mir gesagt. Also das heißt, wir müssen ja heute alle annehmen und alle an einem Tag machen, oder wie? Kann ich irgendwas kochen oder so? Habe ich irgendwas Essbares im Kühlschrank, um meine Ruhepunkte aufzufrischen? Plus 100. Ach, das ist doof. Na gut, gehen wir mal zum blauen Mond. Wenn der Herr auf hat, dann füllen wir unseren Ruhepunkt auf, dann machen wir halt den kleinen Drachen nochmal. Meine Güte, der ist ja zum Glück relativ schnell, aber erstmal die Eisvogel da. Guten Tag. Lass mich baden. Oh, danke. Ich dachte schon. Ich würde gerne ein Bad nehmen. Bitteschön. Yes. Und dann werden wir jetzt den Eisvogel machen. Ja. Dann nochmal den kleinen Drachen. Das werde ich aber. Da werde ich einfach schreien dran schneiden. Also da brauche ich nochmal. So. Jetzt haben wir den Vogel, ne? Der ist ja... Der soll hier irgendwo sein. So, aber gehen wir zum Eisdrachen hin. Ich kann mich auch zum Dungeon hin teleportieren, ne? Zum Eingang. Ich glaube, es wäre besser. So, gucken wir mal ganz genau, wo das ist. In nördlicher Richtung. Okay. So, Eisvogel. Na? Darf ich? Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, man muss sie laden. Vielleicht habe ich unseren guten Freund nicht mit. Aber es wurde gesagt, in nördlicher Richtung, also... Irgendwo da oben. So. Laufen wir ein bisschen ab, ne? Aua. Oh, ich glaube, ich hole gleich unser Tier. Oder?
Nee, das ist nur ein Portal. Ach, das ist doch doof. Jetzt muss ich suchen. Norden. Wir können alle einen Tag erledigen. Ja, vielleicht sogar da drüben. Jetzt sehe ich noch nirgends. Ja, du musst es immer in die Hand nehmen. Komm. Das war ein Liebestrank. Wo könnte das sein? Der ist ja eigentlich Osten. Wisst ihr was? Ich gehe kurz mal zum Farmdrachen. Erneut. Holen wir uns das mal kurz ab, unser Kyubi. Weil normalerweise nehme ich das Kyubi nicht mit, weil ich keinen Bock habe, dass es weiter das Monster angreift. Aber es ist ja nun all nicht. Unser Kyubi ist nicht allzu stark, also. Denkt man nicht, dass es halt einen verletzen wird, ne? Also groß verletzen wird. Nee, Gosaku, du bleibst. Genau, du kommst mal mit. So, einmal bitte zum Jumina See. Ich vergesse halt den Dungeon-Namen. Da könnte ich mich nämlich dahin teleportieren. Den Namen des Dungeons. Wir werden sowieso nochmal in alle möglichen Dungeons reingehen, um auch die Monster daraus zu holen für unsere Farm. Wir brauchen immerhin 50 Stück, ne? Immerhin 50 Stück. So. In nördlicher Region gesichtet. Okay. Dann vertraue ich mal darauf. Ist doch ein Jumina See, ne? Ich bin komplett falsch. Wieso im Cave-Vulkangebiet? Wieso im Vulkangebiet? Sind die bescheuert? Die können doch nicht den Eisgreif hier im Vulkangebiet hinpacken. Ja, ist okay. Ich dachte, das wäre da. Was ist das denn für Bullshit? Was ist das denn? Ich dachte, in jedem Gebiet gibt es immer eine Möglichkeit oder so. In jedem Gebiet ist ein Monster davon. Wie dumm ist denn das? Nee. Ich kann doch nicht einfach hier ein Eisgreifen hin tun. Ach so. Bleib mal stehen. Ach Gott. Sowas mag ich ja. Einmal machen noch. Da hau ich so drauf. Gut. Auf nach Hause. Das ist halt auch so ein Ding. Und ich suche mich da im Eisgebiet ab. Weil ich eigentlich nur mal dachte, ja, so ein Eisgreif, den wird man ja wohl schon in das Eisgebiet packen. Und da habe ich gar nicht drauf geachtet, in genau welches Gebiet das sein soll. Vulkangebiet, Alter. Hi. Danke. Wir kriegen das Blut und blauer Kern. Immer weiter so. So. Wenn die Meerjungfrau jetzt auch noch weg ist, dann. Gut. Dann müssen alle in einen Tag mit abschließen, weil sonst gehen die wiederholen. Kann man die nur noch wiederholen. So. Und du bist jetzt. Am Jumina See, wie ich sehe. Jumina See, zentrale Region. Gut. Dann machen wir den jetzt. Jumina See. Zentrale Region. Ey, das ist halt auch ein Part, oder? Das ist ein Part. Aber hey, ich finde so ein Part auch lustig. Das ist halt wirklich auch ein bisschen abwechslungsreicher, ne? So. Dann komm mit, dann suchen wir mal. Irgendwo zentral. Da ist er schon. Bleib stehen jetzt. Wo willst du hin? Hallo? Hey!
Was ist los mit dir? Sag mal, geht's dir gut oder so? Hallo? Hey! Ich will dir eigentlich nichts tun. Reicht das? Weiß ich nicht. Es reicht. Gut. Auf nach Hause. Wir haben jetzt alle Missionen erfüllt. Wir haben alle Wanted Monster gefangen, die es in diesem Spiel gibt. Wenn ich dafür nicht eine coole Belohnung bekomme, da hat mich Terek nicht gespoilert. Er hat mir nicht gesagt, was ich bekomme. Ja. Genau. Danke. Einen dicken Stock. Danke. Du hast in letzter Zeit wirklich hart gearbeitet. Hier ein kleiner Bonus. Wir kriegen 200 Seed-Punkte. Das ist nicht viel eigentlich. Eine goldene Drachenkralle und eine goldene Schuppe. Immer weiter so, Hüter. Yes. Der dicke Stock gefällt mir am besten. Wirklich, war's das? Zeig mir mal die Liste, bitte. Ich will einmal sehen, dass ich alle abgeschlossen habe. Okay. Schleim-Dings, ja. Mhm. Ja, mhm. Oh, ist das toll, oder? Einmal alles sehen, wie alle abgeschlossen ist. Sowas. Ach, herrlich. Nee. Oder plaudern wir mal. Morgen ist Valentinstag. Ach so, ja. Stimmt. Schön. Schön. Jetzt holen wir uns den Topf. Ich darf das halt nicht vergessen. Bei diesem Mistwetter, ne? So, du hast gute Dienste geleistet. Du wirkst ein bisschen angeschlagen. Ist doch nichts passiert. Was ist los mit dir? Entspann dich. Dann holen wir uns jetzt einen schönen Topf. Aber auch Brote. Ja, Brote sollten wir uns auch holen. Ich will ein paar Kochbrote haben. Wobei, nee, Kochbrote brauchen wir nicht. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne Rezeptbrot haben. Was nehmen wir uns denn mal? Waffenbrot, ne, oder? Oder mal Fertigungsbrot. Nur noch mehr Fertigungsbrot. Ja. An Dev kann es nie mangeln. Wer weiß, was uns da im nächsten Dungeon erwartet. Nee, ist schon gut. Komm wieder, wann du willst. So, essen wir mal gucken, was wir Gutes bekommen. Schwerer Schild, Goldstiefel. Ein Fluchschild. Ein magischer Ring. Okay. Schutzpanzer. Platinarmreif. Und ein Regenmantel. So wie auch ein Schildring. Sehr nett. Als Dank kriegst du eine Blume von mir. Ja. Du auch. Ich denke immer an dich. An dir erst recht. So. Gut, Topf. Bitte brauchen wir nicht so viel Holz. Bitte nicht so viel Holz. Ja, da werde ich auch noch reingehen, aber komm, jetzt nicht jetzt. Wir gehen jetzt nicht hier in den Medizinstore rein. Ich mache jetzt nur noch hier das Holzgedöns. Oh nee, da passiert was, ne? Nein, da ist eine Menge los und das können wir vergessen, Leute. Ich hätte, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber richtig. Da passieren gleich zwei Sachen hintereinander oder so. Mit Pech. Dann machen wir doch das Eventchen hier. Was ist hier los? Oh, hi. Mal wieder an der Zeit, was? Ihr scheint nicht die Einzigen zu sein, die es vergessen haben. Ich habe auch gerade erst davon erfahren. Ich habe sowieso noch ein paar Dinge vorzubereiten. Könnt ihr dir zwei bitte den anderen Bescheid geben? Geht klar. Ich habe ganz zufällig mitgehört. Was ist los? Was ist hier los? Ah, Miko, genau zur rechten Zeit. Ich führe einmal im Jahr Vorsorgeuntersuchungen für alle durch und die diesjährigen stehen jetzt an. Ach so. Ich weiß, ich könnte selbst mehr für mich tun. Haben wir nicht schon mal eine Vorsorgeuntersuchung gehabt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fest daran, dass Gesundheit der größte Schatz im Leben ist. Nee, das war ein Root Factory 4. Deswegen erwarte ich auch, dich in der Klinik zu sehen, Miko. Yes. Alles klar. Die Untersuchung beginnt morgen.
Ich habe auch gerade erst von dieser Untersuchung erfahren. Sie ist schon morgen. Vergiss bitte nicht zu kommen. Mhm. Genau, sag bitte auch allen anderen Bescheid. Nee. Nee. Das tue ich nicht. Muss ich das? Scheinbar nicht. Passiert wahrscheinlich eh erst morgen. Ja gut, wollen wir uns hier nochmal im Restaurant auch ein Brot holen, ein Brötchen gönnen? So ein kleines Brötchen kann man doch mal... Kann man nicht verwehren, ne? Sie hat einen Auftrag vor uns? Ich weiß nicht, Ausrufezeichen? Bedeutet, nee, auch, das ist ja kein Auftrag. Was ist? Hallo, wenn ich die Regen so zuhöre, vergesse ich alles um mich herum, ja. Ach, hier ist hier für dich. Das sieht ja mega lecker aus. Danke. Willkommen. Ach, sie hat, das stimmt. Sie hat uns ja das war ja ein Versprechen. Sie hat uns versprochen, irgendwann einen Tag hat sie uns versprochen, sie hat uns was zubereitet oder so. Lachs und Nigiri. Was haben wir jetzt gekriegt? Oh, das ja, dass sie daran denkt, das habe ich ja fast schon vergessen. Schade, dass man die nicht heiraten kann, Elsie. Ja, yeah, cool. Ich muss das halt ein bisschen aufschreiben. Fuka ist jetzt auf Stufe 5. Wurde auch Zeit. Für mich, danke. Geben wir nochmal hier allen Blumen, ne? So, Reinhard. Vielen Dank, ich weiß es schätzen. Du hast schon gekriegt. Margaret, es kommt selten vor. Was, darf ich das haben? Danke. Dann reden wir nochmal mit ihr. Ja. Lalala, nein, das funktioniert nicht. Tralala, ja, ja, wie auch immer. Gut, ich wollte eigentlich Brot holen, ne? So. Willkommen. Ich möchte Rezeptbrot. Ja, oh, die haben auch noch 4? Ja, gib her, einfach egal. 4-mal Kochbrot. Das freut mich, kann ich das wieder leveln? Oder allgemein mal leveln. Ja. Willst du sonst noch was? Nein. Ich glaube, kochen habe ich sowieso noch nicht weit gelevelt, dass ich das wirklich essen kann, oder? Doch, Fruchtsmoothie. Kroketten. Ein Schokokookie. Ein Hummer-Sashimi. Meeresfrüchte-Doria. Ketchup. Käsebrot. Ein Apfelkuchen. Oder hätte ich auch auf Apfelkuchen, Leute. Lala, da hätte ich Lust drauf. Jetzt Apfelkuchen. Ich glaube, ich backe mir demnächst wieder ein. Ich bin ja hier so ein kleiner Bäcker, ne, zu Hause. Ich habe Lust immer zu backen. Wenn es halt nämlich immer so lange dauern würde. Bis ich weiß nicht. Es dauert mir immer zu lange. Aber wenn ich Lust habe, dann backe ich, Alter. Dann backe ich aber auch wirklich. Dann geht es hier los. Naja, aber wie dem auch sei, ich bedanke euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Eventuell level ich ein bisschen offscreen das Kochen und so. Und ihr wisst Bescheid. Naja, und ich werde im nächsten Part Topf holen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.